Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo YouTube und herzlich willkommen zum Finale des heutigen Local Streams. Ja, vor mir sitzt Sebastian. Ich bin Christian und ich sag euch, wenn ihr auch mal sitzen wollt, dann besorgt euch doch Tickets auf www.trader-online.de. Für den 10er seid ihr dabei. Jeden Dienstag hier in Regen, 19 Uhr. Und wir spielen jetzt Yugi. Jo. Auf geht's. Wir haben gerade schon ausgewürfelt. Du darfst aussuchen, wer anfängt. Ich würde gern first gehen. Ja, dann auf ein Gutes. Auf ein Gutes. So, dann schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Dann würde ich ganz gerne mal einmal Effektansagen wie Schule in der Hand. Da, dass ich kein Effektmonster kontrolliere, darf ich ihn spezial beschwören. Ja, okay. So, dann würde ich ganz gerne eine Link 1 machen. Ja. Mönch. Mönch, genau. Aber du spielst kein Tenny Pure. Ich denke nicht, weil du keine Ehre hast. Ach, ich habe keine Ehre, ach so. Ja, aber ich hab heute auch keine Ehre. Ach so. Oh ja. Gott, ich weiß, was kommt. Ich hoffe nicht das, wo ich gerade gegen gespielt habe. Aber naja, wir werden mal schauen. Dann. Gucken wir mal weiter. Endphase, komm, Endphase. Nein. Normes Summon Ecclesia. Oh mein Gott. Ecclesia Effekt. Jo, kannst du machen. Wunderbar. Tribut for Cost. Und dann Special Summon Moje. Oje. Moje, oje. Wer hätte das gedacht? So, wunderbar. Dann würde ich gerne Effekt Moje nutzen. Wenn ich dann fliege. Jo. Wenn ich da einen Würmmonster oder eine Schwertseele-Karte vorzeige, darf ich einen Token beschwören. Ja. Stufe 4, Empfänger, Wasser. Hört sich gut an. Wie Shooter, vorgezeigt. Mhm. Dann ein Spezial-Token. Dann würde ich gerne eine Synchro-Beschwörung der Stufe 8 machen. Jawohl. Dann beschwöre ich den Schwertseelen-Großmeister Xi Zhao. Xi Zhao. Würde ich einmal Chainlink 1, Chainlink 2 machen. Mhm. Einmal Draw. Dann würde ich ganz gerne noch einen searchen. Ja. Das ist ja wunderprächtig hier heute. Dann schalte ich mir dich dann für den Longi an. Mhm. Longi Johann. Der mit dem Longi Johann. Der mit dem Longi Johann. So sieht es aus. Dann würde ich gerne Longi Johann Effekt in der Hand ansagen. Jo. Discard for Cost. Mhm. Spezial mit einem Token der Stufe 4 Empfänger. Macht er nicht irgendwie Schaden noch oder so? Nur wenn er Synchro beschworen wird. Okay. Also wenn er für eine Synchro Beschwörung benutzt wird. Ja, dann würde ich gerne eine Synchro Beschwörung machen. Dann bekommst du einmal 1200 Schaden. In eine Blumenbaronin. Dann setze ich noch eine, gehe in die Endphase und gebe an dich ab. Okay. Draw Phase. Standby Face und Main Face. Sie waren Omni Negate und der. Ich gebe mal deine Karten, ich respektiere dich. Alles gut. Das hätte ich schon was gesagt. Kann ich ein Effektmonster wählen und das negieren, wenn ich einen Banish mache. Wunderbar. Da kann man doch mitarbeiten. Dann würde ich einfach mal eine Normalbeschwörung machen. Mhm. Altergeist Sekretär. Oh. Hast du Bock drauf, ne? Ah, total. Dann setze ich mal ein paar Karten verdeckt. Und ich beende meinen Spielzug. Gut. Dann würde ich ganz gerne in die Draw-Phase gehen. Okay. Draw. In Standby. Mhm. Main. Jetzt ist die Frage, was liegt da hinten alles? Einmal alles mit Soße. Alles mit Soße. Gut, ich kann ja erstmal, gucken wir mal. Ich will gerne einmal den Effekt von Vishuda nutzen, indem ich ihn verbanne, um eine Karte zu bouncen, beziehungsweise die auf die Hand zurückzuschicken. Welche darf es denn sein? Da würde ich gerne die wählen. Die willst du also wählen? Die würde ich gerne wählen. Dann werde ich doch einmal Sachen anketten. Ja. Nämlich das
Altergeist-Protokoll möchte ich jetzt gerade nur aktivieren. Die sagt, die Aktivierung und die Effekte von Altergeist-Karten auf dem Spielfeld, die sich dort aktivieren, können nicht annulliert werden. Mhm. Und wenn du ein Monsterwerk aktivierst, kann ich eine andere offene Altergeist-Karte, die ich kontrolliere, auf den Friedhof legen und die Aktivierung annullieren und die Karte zerstören, falls ich das tue. Möchtest du was daran anketten? Da würde ich gerne den Effekt meiner Baronin anketten. Aha. Sehr interessant. Mhm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dann möchte ich anketten. Hättest gedacht. Ja. Persönliches Spoofing. Damit kann ich eine Altergeistkarte, die ich kontrolliere, zurück auf meine zurück in mein Deck mischen als Kosten. Mhm. Ich wähle die. Und darf dann mir einen Altergeist, ein Altergeist-Monster da hinzufügen. Mhm. Okay. Wie ist jetzt auf das, jetzt ist das die Frage, wie resolve das? Ja, dann, da ihr das ja kein Target mehr habt, ist der Effekt ja im Endeffekt richtig. Noch vorhanden. Ja. Okay, gut. Dann mach mal. Dann löst sie ja auf, du darfst dir vorher einen Search und dann wird sie gebounced. Richtig. Liebe für Altergeist. Ja. So, dann bekomme ich diese zurück. Korrekt. Dann. Möchtest du noch was auf den Resolve der Effekte aktivieren? Nein, aktuell nicht. Okay, dann möchte ich etwas aktivieren. Gut. Nämlich. Der Omnigate geht noch weiterhin, ne? Du hast ihn ja jetzt aktiviert. Den habe ich aktiviert, aber er hat ja kein Target gehabt. Ja, ich weiß. Aber okay. Trotzdem, der ist ja aktiviert. Okay. Kannst du ja gut, aktivieren. Gut. Also, würde ich einmal, da eine Fallenkarte aktiviert wurde, aus meiner Hand spezial beschwören, den Altergeist-Multitäuscher. Okay. So, dann Effekt, wenn der spezial beschworen wird. Du weißt schon, was er macht? Nö, ich würde ihn aber trotzdem negieren. Interessiert dich. Altergeist-Karten sind mir zu gefährlich. Interessiert dich gar nicht, was er kann. Ja, ist okay, kann ich mir leben. Dann muss ich erstmal Banish for Cost machen, dann wird er erst annulliert. Dann verbanne ich mal meinen Moje. Dann wird er annulliert bis zum Ende des Spielzugs. Mhm. Dann würde ich gerne den Effekt von Baronins nutzen zum Schießen. Was darf es denn sein? Ich würde gerne deinen Multitäuscher wählen. Okay, dann möchte ich als Kosten, Schnelleffekt anketten. Silkiter, der kann nämlich eine Altergeistkarte, eine andere, zurück auf die Hand geben und eine gegnerische Karte zurück ins, auf die Hand geben. Mhm. Ich gebe den als Kosten zurück und wähle den. Möchtest du was anketten? Nö. Okay. Gut, jetzt ist sie auch mal das Spielfeld verlassen. Dann. Mal gucken, was wir hier im Grave haben. Dann. Longian. Ja. Effekt. Discard, Taya. Special Summon mit Token. Ist das eine externe oder eine interne Beschwörung? Frage ich mich da gerade. Ja, das ist Condition. Condition. Kannst du machen. Wunderprächtig. Dann würde ich gerne Synchro 10 machen. Jo. Kriegst du nochmal 1, 2 Burn. Direkt? Ja. Also, sobald die Summon durch ist, nächste Kette. Dann möchte ich nämlich jetzt erstmal. Warte. Das geht so oder so. Das ist, weil er für die Synchro beschworen benutzt. Dann möchte ich nämlich, damit das alles richtig hier funktioniert, auf die Beschwörung reagieren. Mhm. Mit einem feierlichen Urteil. Das heißt, das annulliert die Beschwörung. Mhm. Zahlst die Hälfte und dann verlierst du nochmal 1, 2. Richtig. Okay. Dann habe ich ja immer noch meine Norme Summon. Jo. Norme Summon Ecclesia. Ich annulliere das. Ja, gut. Die Hälfte. Ja. Dann will ich gerne in die Battle Phase gehen. Ja, der ist zu Ende. Ja gut, 2 Judgments ist da, aber gut, da habe ich nicht mit gerechnet. Ja, aber ich hätte das so oder so verloren. Ich glaube, du hast nicht mit dem zweiten Longyang gerechnet, ne? Naja, generell, ich hatte zu wenig Negates für dich.
keine 1200 Schaden, da keine Beschwörung. Nee, stimmt, du hast die Beschwörung annulliert. Ja, ist egal. Ja, aber trotzdem. Du hättest so oder so. Korrekt. Weil die Beschwörung ja nicht erfolgreich war. Sorry, my mistake. Danke an den Chat. Aufmerksam sind sie. Sehr genau. Aber ist ja auch gut so. Ich kriege sehr gute Karte, hab ich gehört. Ja, Schwertsee ist tatsächlich nicht so das beste Matchup für mich, wenn ich ehrlich bin. Alter, das habe ich noch nicht so oft gespielt. Ich muss mal eben ganz kurz... Nee, das ist nicht so eine gute Option. Das ist eine bessere... Ja, ich habe ernsthaft einen Token mit mir selber drauf. Der ist von der New York Comic Con von 2018. Den habe ich dort machen lassen. Geil. Musst du halt haben, ne? Das hat nicht jeder. Ja, dann auf ein neues Duell und ich fange an. Das ist fein. Joa, lass doch mal wieder am Strahl kotzen. Das hast du jetzt gesagt. Ich setze einfach ein paar Karten verdeckt und dann bist du dran. Okay. Dorfertorn, stand by. Main. Daher, dass ich keinen Effekt Monster kontrolliere, würde ich gerne wie Shooter-Effekt ansagen. Das ist okay. Um jetzt spezial zu beschwören. Dann würde ich gerne eine Link 1 machen. Mhm. Dann in den schönen Mönch, den kennst du ja schon. Jawohl. Dann würde ich ganz gerne Vishulas Effekt usen, um ihn zu verbannen, um deine mittlere Karte zu bouncen. Ist okay. Dann würde ich ganz gerne einmal... Dass ich keine Effektmonster kontrolliere, Adara Special. Das ist okay. Dann würde ich ganz gerne einmal himmlischen Drachenkreis aktivieren. Ja, das heißt, du mutierst ein Monster. Genau, und dann kann ich einen Wirrmonster spezial beschwören, aber Effekte werden annulliert. Okay. Dann wähle ich einen Ashuna. Gibt im Chat Liebe für uns beide. Das finde ich sehr gut. Der gute Erdnusssocke. Dann würde ich gerne eine Synchro 8 machen. Ist das okay? Ja, mach doch mal. Dann würde ich das gerne tun. Dann würde ich ganz gerne einen Shijiao beschwören. Aha. Und würde gerne seinen Effekt aktivieren. Was war das nochmal? Search. Beschwert seine Karte oder für Monster. Uff. Da habe ich was von Ratio Farm. Nennt sich unendliche Unbeständigkeit. Okay. Um deinen Effekt zu annullieren. Wunderbar. Dann würde ich ganz gerne in die Battlephase gehen.
Das ist okay. Dann würde ich dich ganz gerne einmal für 2800 angreifen. Ja, den Schaden nehme ich. Den nimmst du. Wunderbar. Dann würde ich ganz gerne einmal in die Mainphase 2 gehen. Ja. Dann gehe ich in die Endphase und gebe an dich ab. Okay. Draw. New. Standby Phase und Main Phase. Mhm. Ich aktiviere mystische Mine. Ach du Mein Gott. Anwesen, was kann ich für dich tun? Ich setze eine Karte verdeckt. Mhm. Und dann bist du dran. Draw a turn. Ja. Standby. Main. Ich darf aber Monster summonen, ne? Du darfst summonen, ja, solange es kein aktivierter Effekt ist. Mhm. Mine. Mann, Christian, warum Mine? Ja, ich sag doch, du hast keine Ehre, ich hab keine Ehre. Das ist ja ja gut, da muss ich auch nicht abgeben. Okay, Draw. Stand by Main. Mhm. End Phase. Mhm. Super. Draw Phase. Ich hab vergessen, einen Timer zu stellen, ne? Das wird ja ungefähr passen. Ich muss ja keinen Kopf. Dann. Endphase. Jo. Draw. Stand by Main. Ist okay. Ich setze eine Karte verdeckt und du bist dran. Draw. Wunderbar. End. Phase. Jo. Draw. Endphase. Draw. Endphase. Oh, können wir noch ein bisschen machen. Draw. Ja. Main Phase. Topf der Extravaganz. Ash. Kannst du nicht Ashen? Ja, nein, Mine, geht nicht. Shit. 6 bitte. 6. Dann machen wir doch mal 1, 2, 3, 4, 5. Und die Nummer 6. Nice Hüllen übrigens. Dankeschön. Mine. Ja, dann ziehe ich doch einfach mal. Ja, so viele Handkarten habe ich bei Spots noch nie auf Hand gehabt. So, was hast du denn da verdeckt? Das, Haha, das wüsstest du jetzt so gerne. Zu gerne. Heieiei. Ich setze eine Karte verdeckt und du bist dran. Draw Phase. Eine Set. End Phase. Okay, dann aktiviere ich in der End Phase. Das persönliche Spoofing erlaubt mir, eine Altergeist-Karte zurück ins Deck zu mischen, ja, und darf mir dann ein Altergeist-Monster der Hand hinzufügen. Ja, mach mal. Möchtest du was an die Aktivierung anketten? Nope. Habe ich nicht gemacht, alle gefragt, warum? Ich meine, nicht, ist mir eins gefallen, dann habe ich den auch nicht zerlegen. Wieso kann man den nicht ashen? Weil Mine aktiv ist und er kein Monster auf dem Feld hat. Genau, weil der Spieler, der mehr Monster kontrolliert, dessen Effekte können nicht aktiviert werden. Korrekt. Oder werden annulliert? Annulliert. Weil können nicht aktiviert werden, glaube ich sogar. Ja, kann weder Monster-Effekt aktivieren, noch einen Angriff deklarieren. So. Wunderbar. Das ist ein Spaß für die ganze Familie. Das hast du jetzt gesagt. Muss ja nicht der eigene sein. Ja gut, dann werde ich doch mal jetzt hier den nächsten Schritt einleiten. Mhm. Ich normal beschwöre. Ein Altergeist Marionetta. Und aktiviere seinen Effekt. Gut, jetzt darf ich ja wieder Effekt aktivieren. Ja. Effekt ich auch. Um meinen zu annullieren, ne? Korrekt. Lass mich was daran anketten. Mhm. Das Altergeist-Protokoll sagt, die Aktivierung und die Effekte von Altergeist-Karten auf dem Spielfeld können nicht annulliert werden. Und außerdem, wenn du einen Monster-Effekt aktivierst, kann ich eine Altergeist-Karte auf den Friedhof legen und die Aktivierung annullieren und dann die Karte zerstören. Okay. Kannst adden jetzt, ne? Ja, genau. Setzen. Setzen. Vom Deck aus Feld setzen. Okay. Absolut keine Lust auf die kommende Meta. Wer hätte es, das werden zwei Decks sein. Oh, deine Höhlen sind noch ziemlich neu, kann das sein? Ein kleiner Flieger hier. Es geht so, es geht so.
Ja, wie ehrlich ich jetzt, am schönsten? Infest. Ich glaube, das wär's tatsächlich. Jo, Enface, Mine ist weg. Ja, wunderbar. Surface. Standby. Main. Normes Summon Ecclesia. Perfekt. Kannst du dir was adden, ne? Ja, nee, beschwören. Aus dem Deck oder Hand? Aus dem Deck. Aus dem Deck auch noch. Das gibt's ja wohl nicht. Das kann ich dir so nicht erlauben. Ich mach da mal eine Impermanence drauf. Tributen sind Kosten. Ach, Tribut ist Kosten? Ja. Ja, dann mach die doch weg. Dann kann ich die gar nicht wählen. Ja. Dann habe ich die aber trotzdem aktiviert und wähle halt ihn. Ja, okay. Kann vorher. Ne, gut, deine Effekte können nicht annulliert werden. Ja. Gut, dann geht der Effekt ja durch. Jo. Natürlich ganz oben, wer hätte es gedacht. Moje. Jawohl. So, da jetzt eine Falle aktiviert wird in einer neuen Kette. Mhm. Oder hat der einen Beschwörungseffekt? Ja. Ja. Der hat Beschwörungseffekt. Dann bist du ja, glaube ich, meiner ist Channing. Deiner ist Channing 1 und meiner wäre dann Channing 2. Mein Multifaker. Mhm. Müsste sein, glaube ich. Du kannst den. Ja, dann special ich. Effekt. Der kann, kann nicht annulliert werden, ne? Der kann auf dem Feld nicht annulliert werden. Also, der ist jetzt gerade. Der aktiviert sich in der Hand. Mhm. Dann Effekt zum Specialen. Aus dem Deck. Ja. Dann kannst du jetzt sein Token. Warte mal, jetzt musst du den erstmal auflösen mit dem Token. Dann genau. kommt der in der neuen Kette. Genau. Ja, den hattest du ja hier dran angekettet. Genau. Der Beschwörungseffekt, dann hast du angekettet. Ja, genau. Dann ist aber ein neuer Effekt. Ja. Dass der hier kommt. Ja. So, ist die Beschwörung von ihm okay? Die Beschwörung ist grundprinzipiell erstmal okay. Okay, dann möchte ich auf die Beschwörung reagieren. Mit meinem Circuitär. Als Kosten gebe ich mir zurück. Achso, ich musste dir noch eine Swordsword-Karte vorzeigen, damit ich das Token überhaupt bekomme. Ja, okay. Danke. Der ist Tuner, ne? Der Token ist Tuner? Der Token ist Tuner, genau. Okay. Tuner, normal, Stufe 4. Ja, dann Effekt Civit her. Ich gebe mir den zurück und ich gebe dir den Token zurück. Ja, das müssen wir so machen. Wie lange haben wir eigentlich noch Zeit? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie viel Zeit habt ihr vorne noch? Dann machen wir ja plus 5 Minuten einfach. Gut, dann würde ich gerne in die Battlefields gehen. Das kannst du durchaus machen. Dann würde ich ganz gerne einmal mitmachen. Lass ich kurz. Ich lese mir mal dein Altergeistprotokoll einmal kurz durch. Ja. Battlephase? Jawohl. Dann würde ich ganz gerne einmal mit meinem Shijiao auf deinen Marionette angreifen. Wie finde ich das denn? Nicht so cool, aber den Schaden. Muss dann 1, 2 würdest du nehmen. Ja, ich nehme 1, 2 Schaden. Dann Second Angriff würde ich einmal mit Moje auf deinen Silkotel angreifen. Dann aktiviere ich das Roofing und mische mir Silkotel zurück. Darf ich suchen? Mhm.
Ash. Ash. Ash, 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 Ash. Ist okay, dann nehme ich 1,7 Schaden. Mhm. Okay, sind um 22 Uhr los, okay. Also 1,7,0. Okay. Gut, Main Phase 2. Mal schauen, was man noch so machen kann hier. Actually got nothing. Dann gebe ich an in die Endphase und gebe an dich ab. Okay. Draw Phase. Mhm. Standby Phase und Main Phase. Mhm. Aber nur die Aktivierung der Effekte kann nicht annulliert werden. Wenn ich Shijiao zum Beispiel sagt, der muss nicht aktiviert werden. Ich kann den vorher schon wählen, bevor du den Effekt aktivierst. Ja, das geht. Also nur, dass du halt einige haben halt einen Summon-Effekt. Summon-Effekt, genau. Ja, den kann ich dann zum Beispiel nicht annullieren. Richtig. Aber halt, wenn du einen Effekt aktivierst, kann ich das mit Shijiao aktuell annullieren. Beziehungsweise oder einen Bailer draufwerfen oder whatever. Vorher schon. So ähnlich, ja. Ja, ich werde meine Main Phase gehen und aktivieren. Altergeist Erscheinung. Ist ein Reborn für Altergeist Monster. Und ich möchte den Marionetta. Den würdest du wählen. Dann würde ich ganz gerne vorher vom Grab gerufen darauf auf deinen Marionetta aktivieren. Das ist ein bisschen okay. Dann ist der. Also ich möchte noch anketten auf jeden Fall. Ja. Dann möchte ich mein Altergeist-Protokoll anketten und wähle meine Altergeist-Erscheinung, um sie ins Deck zu mischen. Gesagt die Karte, nicht Monster? Altergeist-Karte. Hm, okay, das ist fein. Dann mische ich den rein, darf ich suchen? Die Aktivierung und Effekte der Altergeistkarten können nicht annulliert werden. Wird ja auch nicht annulliert. Ich entferne ihn vorher aus dem Spiel. Richtig. Deswegen wird er nicht aktiviert. Ja. Darf ich suchen? Darfst du tun. Das heißt, du zerstörst deine Altergeist-Protokollkarte selber, oder was? Nee, ich habe diese reingemischt, damit ich einen searchen darf. Durch Spoofing. Warte mal. Einfach wo spielst du kannst eine Altergeist-Karte von deiner Spielseite. Ach so, ja, aber das ist ja keine permanente Falle. Die hast du ja aktiviert, wolltest den reborn. Ja. So, dann habe ich Dinge angeschaut, dann hast du gesagt, das ist negiert, dann löst du als auf. Die löst auf, die targetet gar nicht, das heißt, die geht durch. Du hast, warte mal. Nochmal zurück. Ich habe die aktiviert, um Marionetta zu reborn. Dann hast du die aktiviert, um ihn zu banishen. Und daraufhin habe ich persönliches Spoofing aktiviert, um Altergeist-Erscheinung reinzumischen. Ach so, hast du das dann akzeptiert, oder was? Die Kette ist noch nicht zu Ende. Chaining 1. Ne, Chaining 1, Chaining 2, Chaining 3. Ja. Und diese mischt die als Kosten ins Deck. Okay. Diese eine aktivierte Karte kann nicht ins Deck gemischt werden. Hm? Nee, du hast die Karte ja aktiviert, dann kannst du die nicht wählen. Warum kann ich die nicht wählen? Die ist ja offen auf dem Spielfeld. Ja, aber es ist keine permanente Falle. Aber sie ist ja auf dem Spielfeld offen. Eine Effekte. Ja, gut. Das ist eine gute Frage. Ich würde sie halt einfach jetzt reinmischen. Sie ist halt ja, offen. Weil sie würde sich auch auf das Altergeist-Monster ausrüsten halt. Also ich kenne das, dass es so funktioniert. Ich würde sie jetzt einfach reinmischen. Dann mach mal. Alles gut, ne? Das geht, ist alles fein. Ja gut. Nö, wie gesagt, aber irritiert ja nur. So. So, dann mach ich jetzt doch vielleicht mal einfach eine Normalbeschwörung. Ja. Altergeist Melo-Suche. Sagt, macht er was auf Summon? Nein. Dann würde ich aber vorher schon mal gerne einen Wailer werfen. Ja. Muss nicht aktiviert werden. Annulliere bis zum Ende des Spielzugs. Doch die Kette, warte mal, das funktioniert doch sonst auch, aber ich kann das doch die Karte löst sich so weit auf wie geht. Okay, ja. Eine hitzige Diskussion ausgelöst.
ist das jetzt nicht einfach irgendwie egal. Ja, gut. Wie gesagt, der Effekt wurde, bevor du ihn aktiviert hast, schon annulliert. Ja, funktioniert auch, doch auch immer. Also, ja. Ist auch. Ich mache bestenfalls jetzt mal irgendwie eine Linkbeschwörung. Dann tu das mal. Link 1. Mhm. Auf die aufgegebene Seele. Dann würde ich ganz gerne darauf einen. Eins nach dem anderen. Channing 1. Channing 2. Darf ich? Oder willst du die Beschwörung annullieren? Nee, Beschwörung will ich nicht annullieren. Okay, Channing 1, Channing 2. Möchtest du was machen? Ja, was sagt er? Er saugt auf, ne? Ja, genau. Dann eine Impe. Oh, okay. Dann darf ich zumindest noch mit meinem Milusik suchen. Das darfst du gerne tun. Geil, die spielt mal. Junge, hast schon 1000 Jahre nicht mehr gesehen, die Karte. Geil. Ah nee, das ist nicht das Ritual. Ich darf mal. Ja. Das ist die Link-Variante davon wahrscheinlich, ne? Das ist die Link-Variante davon. Aber im Endeffekt kann ich das Gleiche. Ja. Link 1 auch noch. So, dann setze ich jetzt noch eine Karte verdeckt. Und sage Endphase. Dann sage ich Drawphase. Standby. Main. Dann würde ich ganz gerne einmal Norma Summon Moje machen. Ja. Aufbeschwörung Effekt. Kannst du machen. Moje zeige ich dir vor. Jo. Dann mache ich eine Synchro 8. Mhm. Das geht auch hin. In einen Baxia. Ja. Da, dass ich eine Eigenschaft benutzt habe, kann ich jetzt eine Karte bouncen. Und ich möchte auf die Beschwörung noch reagieren. Du möchtest auf die Beschwörung reagieren, dann mach das mal. Mit Untergang des Landes. Wenn der Gegner ein Monster specialt, dann darf ich eine Feldzauberkarte direkt von meinem Deck aktivieren. Das heißt, du darfst die searchen, ne? Nee, direkt aufs Feld aktivieren. Verpasst dich nicht hier Timing. Ja, okay. Dann machen wir. Ist es nicht bei Wenn und Falls? Gut, Amoyas Effekt kommt ja auch noch, weil er für eine Summon benutzt wurde. Der kommt aber dann in der neuen Kette, ne? Ja. Ja. Dann mach erstmal. Wie gesagt, mein Effekt resolved ja gleich. Ja. Boah, kein Plan, ey. Ich würde es jetzt einfach mal. Du kannst aktivierte Karten ohne Probleme zerstören, verbannen oder zum Gehör senden, aber nicht auf die Hand oder Deck. Chain 1 Bugs jetzt 2, Chain 2 Moje. Das heißt, meine geht gar nicht, ne? Das ist gechainblockt auf die Dingens. Jo, dann geht die nicht. Dann bounce. Ja, gut, dann weiß ich. Ja, ist gut, jetzt schlecht gelaufen, aber. Ich bounce dann. Das wäre jetzt unfair, weil ich jetzt weiß, was da für eine Karte liegt. Ne, kannst du ruhig wählen. Ja, dann wähle ich die auch. Ja, dann chain ich an. Wählt er überhaupt? Nein, ich kann zwei Karten auch so. Warte mal. Der wählt auch nicht mal. Doch, wählen die. Du kannst Karten auf dem Spielfeld einer Anzahl wählen. Ja, okay. Also wählst du die. Oder? Ja. Dann möchte ich anketten. Mhm. Hier, Dimensionsbarriere habe ich gerade verpennt. Ich sag Synchro. Ja, okay. Gut, ich darf da noch eine drawen. Ja. Die geht auf Hand? Nee. Weil Dimensionsbarriere sagt, auch die Effekte sind annulliert. Ja, okay. Dann. Wenn du spielst, just saying. Spieler Monster des deklarierten Typs als Spezialbeschwörung beschwören, zusätzlich annulliere die Effekte aller Monster des Typs. Harpien Flederwisch. Flederwisch und weg. Das belastend. Habe ich Just Saying jetzt gerade von oben gezogen mit dem Moje-Effekt. Ja. Das gefällt mir nicht so gut. Ja. Ich kann halt jetzt noch Spoofing aktivieren und Protokoll reinmischen. Dann kann ich aber noch eine Ash werfen.
das kannst du. Dann habe ich die aber gesaved auf jeden Fall. Mhm. Alles klar. Dann würde ich gerne in die Battlefields gehen. Jo. Und würde dann ganz gerne einmal mit Moe auf die aufgegebene Seele angreifen. Ja, sind 1,7. Und dann nochmal mit dem Shizhou sind es 2,8. Jo. Das ist Game. 2,8. Okay, das war das. Anstrengend vor allem. Das war das Finale des heutigen Tages. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ja. Und ja. Ja. Falls ihr Misspace gesehen habt, erzählt es eurer Mutter, ruft die Polizei, rastet vollkommen aus, kloppt in die Kommentare, bleibt aber sachlich und ja, mit konstruktiven Kommentaren dort. In diesem Sinne, reingehauen. Ciao.